euch verschonen und muss euch noch eine Neuigkeit unseres Shops zeigen, und zwar unsere Chrome Stripes. Ihr bekommt dazu diese drei witzigen Applikatoren mitgeliefert und ein 7er Set aus den beliebtesten Farben. Ich hole das jetzt eben mal raus und zeige euch dann mal, wie toll die sind. So, die Farben sprechen ja für sich und ich habe mir gedacht, dass wir heute mal einen Pinkton nehmen und ich überlege gerade, ja, schöner Kontrast dazu grün, violett wäre auch nett, aber wobei Silber, wir nehmen mal Pink und Silber. Silber finde ich ja auch sehr schön. Also das, einen schwarzen Tipp. Und dann ist das eine ganz, ganz einfache Geschichte. Ihr könnt nämlich auch diese entweder auftupfen oder einreiben. Das ist bei allen unseren Flake-Geschichten möglich. Und dementsprechend, hier sind es ja Stripes, aber das zeige ich euch jetzt. Das Ganze öffnet, flufft euch schon richtig so ein bisschen was entgegen. Es gibt jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann es ja entweder auftupfen, man kann es aber auch einzeln platzieren. Einzeln platzieren geht natürlich immer toll mit einer Pinzette. Ich werde jetzt also mit dem Crystal Clear, mache ich das ja immer gerne, meinen Tipp einstreichen mit Versiegler, non-sticky, ganz wichtig. Dann das Ganze für 10 Sekunden in die Lampe packen. Das passiert jetzt gerade. Und dann kann ich mir mal hier so ein paar Fädchen schon mal rausnehmen. 10 Sekunden sind um. Und die platziere ich schon mal so ein bisschen separiert auf der ganzen Geschichte. Gleichzeitig kann ich dann, wenn ich die Fädchen schon mal so aufgebracht habe, auch noch einen Fullcover-Effekt darunter zaubern. Als Beispiel, dazu nehme ich mir jetzt einen Applikator. So, das mal zur Seite. Mit dem Applikator nehme ich mir jetzt ein bisschen was von den Fäden auf. Ihr könnt auch mit dem Applikator die Fäden aufsetzen. Da könnt ihr das jetzt sehen. Das funktioniert fast noch besser als mit der Pinzette. Also nicht, dass ihr denkt, ihr braucht da noch irgendwas extra für. Nein, das geht auch so. Aber ich wollte ja jetzt hier unten einreiben, um euch zu zeigen, dass auch mit diesen Schätzchen wieder genial ein Chrom-Full-Cover-Effekt möglich ist. Also ihr braucht da keine extra Pigmente, die nach dem Versiegeln manchmal auch wirklich an Chrom-Effekt verlieren. Das hat man ja schon oft genug jetzt gesehen, gehört. Und das passiert hier definitiv nicht, weil wir versiegeln das jetzt auch gleich noch mit euch zusammen, damit ihr das seht. Denn ihr sollt natürlich nicht die Katze im Sack kaufen. So, jetzt haben wir das Ganze fertig. Man kann das schon sehen. Ich hole euch aber auch noch mal näher ran. So, da könnt ihr das jetzt wundervoll sehen, ne? Diesen tollen Effekt. Jetzt pinseln wir die Überstände ab, wollen dann wieder schärfen, so, und dann versiegle ich das Ganze jetzt mit euch. Und zwar ohne Schnitt, damit ihr seht, dass da nichts verändert wurde. Übrigens, je mehr ihr auftragt und einreibt, desto dichter wird das Full Cover. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt gehen wir in die Lampe. Zack. 60 Sekunden. Und in der Zeit bereiten wir den zweiten Tipp vor, den wir für 10 Sekunden aushärten und dann nehmen wir uns nämlich Silber zur Hand. Jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie das so hoch pufft. Ich werde euch das mal zeigen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit zu überbrücken. Ich öffne das und zack.
Hier ist es jetzt nicht so extrem, sondern nur ein bisschen. Seht ihr, wie das dann quasi hochpufft? Das ist echt ganz witzig. Ich nehme jetzt natürlich eine andere Seite. Oh, das war jetzt fast schon zu lange drin. Wollen wir hoffen, dass es trotzdem funktioniert. Also erstmal trage ich hier so ein paar Fäden als Stripes auf. Ihr könnt das auch auf dem Bild im Shop dann noch sehen. Man kann die Stripes so auftragen, wie man sie gerne hätte. Und unten massiere ich das Ganze als Fullcover in Silber ein. So. Kann man hier jetzt auch gerade schon ganz toll erkennen. Ich komme aber gleich auch noch mal näher. Und auch hier gilt wieder abstauben danach. Und dann könnt ihr diesen Effekt traumhaft sehen. Mal schärfen die ganze Geschichte. So, jetzt schaut mal. Da kann man das jetzt wirklich super sehen. Ich muss mal sehen, dass ich das Ganze noch ein bisschen mehr schärfe. So, da seht ihr das jetzt ganz, ganz toll. Oben nur dieser Stripe-Effekt, kann man jetzt hier auch sehen, mündet dann quasi in einem tollen Fullcover. Ich hole jetzt das andere Versiegelte schon mal raus, damit ihr sehen könnt, der Chrom-Effekt verliert sich null. Ne, kann man jetzt hier wundervoll sehen. Da ist kein Glanzverlust oder Chromverlust da. Das ist wirklich richtig, richtig toll. Ja, wir können das Silberne ja vielleicht auch nochmal versiegeln. Dazu bin ich gleich wieder da. So, Silber ist auch fertig. Auch hier kein Glanzverlust, kein Chromeffektverlust. Das kann man hier sehr, sehr schön sehen. Da ist alles, alles. Die Stripes sehen echt toll aus. Wir müssen mal versuchen, dass wir das Ganze nochmal schärfen. Jawohl, jetzt kann man das herrlich sehen. Auch mit den Stripes. Einfach herrlich. Ja. Und wem es gefällt, der bestellt.